bin ich wieder in einer neuen Pilatesstunde. Bevor ich anfange, wir brauchen heute ein Handtuch. Und zwar ein ganz normales Handtuch. Ja? Doch, ich weiß. Und du selber. Und dann geht's auch schon los. Wir verteilen unser Gewicht auf beide Füße. Entspannen unsere Schultern. Und bewegen unseren Kopf. Nach rechts. Und links. Auf einer Seite anhalten. Einen Halbkreis über vorne unten. Thank you.
das Bein raushängen lassen. Ganz sanft. Vorne anhalten. Unterschenkel bewegen. Keine Nerven für Musik. Wir nehmen unsere Arme mit nach vorne und wieder zurück zur Mitte. Nur ein bisschen Schulterhöhe. Ganz in Ruhe. Und habt immer wieder das Gefühl, die Schultern sind schief und die Arme schweben nach oben. Und lösen die Fersen. Hoch mit euch. Wieder sanft ab. Oben anhalten. Öffnen. Ein Atemzug, nur die Arme bewegen. Ausatmen nach oben. Ein Atemzug, Armbewegung und einatmen wieder ab. Beim nächsten Mal schweben wir nur nach oben und halten da oben mal an. Arme zeigen nach vorne. Und jetzt mal so ein ganz kleines bisschen Gemüse hacken. Und achtet darauf, dass dieses Gemüsehacken aus dem ganzen Arm kommt. Spürt die Arbeit. Und dann machen wir es uns mal richtig wackelig. Mal die Arme sanft öffnen. Und spürt, wie die Belastung wandert. Na, wie es den ganzen Körper fordert. So ein bisschen wackelig ist. Es ist gewollt. Und kräftig Gemüse hacken, ruhig atmen und nochmal öffnen. Spürt die Arbeit. Beine sind lang, Knie sind locker und wieder nach vorne. Nochmal den goldenen Faden ziehen. Noch eine letzte Runde. Öffnen.
die Arbeit. Atmen, wieder nach vorne. Und geschafft. Arme runter. Ferse senken, Beine schütteln. Einmal kurz die Spannung ausfließen lassen. Und wir wandern ans Ende unserer Matte. Erste Übung. Wir fangen mit dem Pilates abrollen an. Versammeln uns, zentrieren uns. Und am nächsten ausatmen, das vorbeikommt. Die Arme ganz nach oben, lassen die Schultern unten. Und dann einatmen, nach vorne und nach unten. Und ausatmen, wieder hoch. Weit nach vorne. Verankert die Füße fest im Boden. Und wie immer, die Hände müssen nicht bis zum Boden. Jeder so, wie er kann. Und wenn es zu sehr in den Beinen dehnt, bewusst die Knie lockern. Und wir nehmen ein bisschen mehr Arbeit dazu. Wir nehmen das Brett dazu. Beim nächsten Mal, wenn wir unten angekommen sind, wandern wir nach vorne. Fühlen einmal das Brett. Verlagern das Gewicht wieder nach hinten. Wandern wieder zurück. Und ausatmen wieder nach oben. Einatmen nach vorne. Und unten ausatmend nach vorne. Einmal das Brett fühlen. Und einatmend wieder zurück. Und ausatmend wieder hoch. Alternative. Gleicher Beginn. Dann nach vorne die Knie aufsetzen und das Gewicht nach vorne verlagern. Macht es euch ein bisschen leichter. Dann wieder zurück. Die Hände zurückführen und dann den Rest. Das ist leichter. Immer dran denken, wir wollen versuchen, unseren Rücken möglichst ruhig zu halten. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Ich mache nochmal das Leichtere. Einatmen. Nach vorne, Knie aufsetzen und das Gewicht so weit nach vorne verlagern, dass wir wirklich Kraft im Rücken spüren und im Bauch. Kurzes Brett, wieder zurück verlagern, ohne die Spannung zu verlieren. Und auch bei der leichten Variante versuchen, Kraft im ganzen Körper zu spüren. Es geht um Ganzkörperspannung in dieser Übung, dass der ganze Körper mitmacht, möglichst wenig Seitwärtsbewegung. Letzte Runde. Übung oben beenden. Spannung rausfließen lassen. Wir setzen uns auf unsere Matte. Wir nehmen uns unser Handtuch. Und zwar möchte ich, dass ihr das einfach rollt, faltet, ist mir ganz egal, dass ihr so einen Abstandshalter habt für eure Arme. Und zwar geht es mir darum, dass ihr versucht, eure Arme immer im selben Abstand zu halten, also das Handtuch bleibt schön in derselben Position, dass er so ein bisschen Spannung spürt in den Armen. Wir dehnen nach vorne. Wir fangen mit einer Armbewegung an. Zentriert euch gut, die Beine sind so lang wie möglich, wenn es nicht möglich ist, Knie beugen wie immer. Und nach oben und nach vorne. Schultern sind tief. Wer merkt, ich kann die Arme nicht so hoch nehmen, verrutschen mir meine Schultern, dann ist das eben nur eine kleinere Bewegung. So, und jeder hält da an, wo seine persönliche Endposition ist, ob jetzt über dem Kopf oder vor dem Kopf. Und jetzt aus dem unteren Rücken raus,
nach vorne, wieder zurück, nach oben und dann gehen die Arme wieder runter. Einatmen, Arm hoch, ausatmen, aus dem unteren Rücken heraus nach vorne, die Schultern bleiben tief, fühlt die Dehnung. Wieder zurück, einatmen, ausatmen, Arme wieder in Schulterhöhe, jeder für sich, hoch. Geht in dieser Übung die Dehnung natürlich im Rücken, natürlich auch die Dehnung in den Beinen und vor allem geht es auch um die Schulterposition. Arme gehen hoch, Schultern bleiben tief. Schultern bleiben tief, spürt die Kraft im Rücken bei der Vorbeuge, spürt die Kraft beim Zurückholen, Atem fließen lassen. Einatmen und ausatmen, einatmen und ausatmen. Und wenn es dann geht, kann ich die Übung auch größer machen, ohne die Schulterposition zu verlieren. Wenn ihr merkt, es wird ganz weich, ganz leicht, dann korrigieren. Beziehungsweise kontrollieren. Ich will weitermachen. Ich drehe mich nur mal kurz, damit man das besser sehen kann. Achtung, wir machen die Bewegung wieder ein bisschen kleiner. Und zwar machen wir wieder nur die Armbewegung. Nach oben und nach unten. Achtung, wir nehmen eine Oberkörperbewegung dazu. Die Arme oben anhalten, Schultern bleiben tief und jetzt nur aus dem Rumpf herausdrehen, zurückdrehen. Andere Seite. Drehen und zurückdrehen. Und wieder nur die Armbewegung. Nach vorne und nach oben. Drehen und zurückdrehen. Andere Seite. Drehen und zurückdrehen. Arme. Vor und hoch. Jetzt nur einmal drehen. Arme. Schaut, wie das mit eurer Atmung passt. Die Drehung ist eine ganz kleine. Vielleicht macht ihr das einfach in der Atempause. Und sonst ganz genüsslich einen eigenen Atemzug. So, wie es für dich passt. Also wir nehmen die Vorwärtsbeuge gleich dazu. Und wer merkt, das geht gar nicht, das verdreht sich, das fühlt sich nicht gut an, der lässt das, der macht die Drehung hier oben. Wir probieren das. Achtung, wir gehen nach vorne. So, und jetzt aus dem Rumpf heraus, die Arme haben kein Eigenleben. Einmal ein bisschen zur Seite drehen, probiert doch mal die andere Seite, wie die geht, zur anderen Seite drehen. Und dann geht es wieder nach oben. Und einmal nur die Armbewegung. Nach vorne, nach oben. Und wieder weit nach vorne. Und jetzt fühlt wirklich aus dem Rumpf heraus. Die Schultern bleiben tief. Eine kleine Drehung. Wieder zurück. Andere Seite drehen. Und wieder zurück. Und dann erst nach oben. Und wer merkt, ich kann da gar nichts bewegen. Es bewegen sich nur die Arme. Der bleibt bitte hier oben und dreht hier oben. Es ist leichter. Es geht darum, dass ihr die Bewegung aus dem Rumpf heraus macht. Wer kann, nach vorne und drehen. Lasst die Schultern tief. Und über vorne nach oben. Wie immer, wer zwischendurch merkt, mir fallen gleich meine Arme ab oder
kann das gar nicht mehr halten oder es ist einfach nicht mehr schön. Pause machen. Ansonsten bleiben wir erstmal hier oben bei der Armbewegung. Dann lassen wir unsere Füße mal ein bisschen mitmachen. Achtung, Arme nach vorne gehen, Spitzen anziehen, Arme nach oben gehen, Füße strecken. Wir haben immer noch Zug auf eurem Handtuch. Vorne anhalten, Füße sind geflext. Wir nehmen die Oberkörperdrehung wieder dazu. Wir drehen den Oberkörper und strecken unsere Füße. Wir drehen wieder zurück und flexen die Füße. Andere Seite. Zwischendurch immer wieder kontrollieren. Sitze ich auch noch vorne? Oder sitze ich schon gar nicht mehr auf meinen Sitzbeinhöckern? Immer wieder die Alternative, Knie leicht gebeugt. Letztes Mal. Okay, wir legen unser Handtuch ab. Wir machen weiter mit dem Abrollen. Sucht euch eine Position für eure Beine. Wenn sie lang lassen möchte, lässt sie lang. Wenn sie lieber aufgestellt hat, stellt sie auf. Arme nach vorne. Los geht's. Zentrieren und einatmend abrollen. Ausatmend wieder aufrollen. Wenn das gut funktioniert, könnt ihr gerne euer Handtuch wieder dazu nehmen. Gleiche Armhaltung wie gerade. Also oben kurz innehalten, sich wieder dieses Handtuch greifen und auch hier das schön auf Zug halten und dann einatmend abrollen. Ausatmend aufrollen. Und vielleicht, wenn ihr so in der Aufwärtsbewegung so ein bisschen extra Zug auf euer Handtuch gebt, vielleicht macht es das Rollen sogar leichter durch die zusätzliche Muskelspannung. Kann es durchaus sein, wenn die Arme und auch der Rücken ein bisschen mehr aktiviert werden, dass es der Bauch ein bisschen leichter und immer wieder schön in die Endposition kommen. Auf den Sitzbeinhöckern ankommen. Einen schönen, langen, goldenen Faden spüren. Immer wieder. Eine qualitativ hochwertige Bewegung anstreben. So, und dann nehmen wir nochmal unsere Armbewegung von gerade dazu. Beim nächsten Mal mal oben sitzen. Nur die Arme bewegen und die Schultern nochmal extra tief ziehen. Dann ist wieder nach vorne und ab. Wenn ihr ganz langsam atmet, könnt ihr das alles in einem Atemzug abwirtschaften. Einatmen, Arme runter und abrollen. Und wer etwas langsamer atmet, der nimmt einfach einen eigenen Atemzug. Einatmen und ausatmen. Und dann wieder einatmen und ausatmen. Aber ganz egal, wie ihr atmet, wichtig ist, die Arme nach oben gehen, die Schultern tief ziehen und den Bauch nochmal extra nach innen. Spürt die Länge im goldenen Faden. Immer wieder bewusst atmen und arbeiten. Letzte Runde.
die Übung mit dem nächsten Abrollen beenden. Abrollend in Rückenlage zur Ruhe kommen. Das Handtuch mal kurz zur Seite legen. Die Arme nach oben strecken. Wir bleiben bei dieser Armbewegung. Ganz kleines bisschen zentrieren. Und dann gehen beide Arme nach hinten und nach oben. Ausatmen und einatmen. Und auch hier aktiv die Schultern weit weg von den Ohren ziehen. Dann halten wir die Arme wieder oben an und wir nehmen ein Bein dazu. Füße aufstellen, das rechte Bein in die Tischposition bringen, ein bisschen mehr Kraft in der Körpermitte und wieder ausatmend, Arme nach hinten, Bein nach vorne, zieht euch lang. Und auch hier, damit wir schöne Arme haben, oben anhalten, nehmen wir nochmal unser Handtuch dazu. Das ist wirklich nur ein Abstandshalter. Und wer merkt, ich kann die Arme nicht so weit nach hinten bewegen, wenn ich das Handtuch in der Hand habe, dann nehmt ihr das Handtuch entweder wieder weg. Dann könnt ihr die Arme etwas weiter öffnen, dann ist es leichter für die Schultern. Oder ihr macht die Bewegung einfach ein bisschen kleiner. Schaut, was so geht. Bein wechseln. Immer wieder gut ausrichten, bevor es losgeht. Und dann wieder ganz kontrolliert, ganz achtsam arbeiten. Okay, anhalten. So, dann machen wir es unseren Moment ein bisschen leichter. Bein abstellen. Und jetzt faltet mal euer Handtuch zu einem kleinen Kissen. Ja, so, dass ihr das unter den Popo legen könnt, dass es ein bisschen leichter ist für den Rücken. Ja, wer das nicht braucht, der das Gefühl hat, ah, ich bin fit, ich kann das so, der lässt das. Ja, aber einfach mal sich ein bisschen gemütlich machen. Mehr Kraft in die Körpermitte geben. Beide Beine gehen in Tischposition und erstmal nur die Unterschenkel bewegen. Strecken und beugen, Bewegung in den Unterschenkeln. Achtet drauf, Oberschenkel senkrecht zur Decke ausgerichtet. Und anhalten, in Tischposition, Beine wieder ein bisschen öffnen und jetzt abwechselnd ein Bein bewegen. Ausatmen und einatmen. Ja, und dann merkt, ach, ich brauche dieses kleine Kissen gar nicht. Dann nimmt das Kissen einfach wieder weg. Wir lassen unsere Arme wieder mitmachen. Arme gehen nach oben. Und wieder. Ein Bein, beide Arme. So, und wer jetzt merkt, nee, das ist mir jetzt anstrengend genug, der bleibt bitte dabei. Ja, der lässt das Handtuch da, wo es ist. Und wer das Gefühl hat, ja, ich bin heute gut drauf, der hält kurz inne, Beine abstellen, Po lupfen, Handtuch wieder so nehmen, dass wir einen schönen Abstandshalter haben. Neu zentrieren, Beine wieder in Tischposition und wieder mit Handtuch. Übung wie vorher. Ein Bein, beide Arme. Wir nehmen die Unterschenkelbewegung dazu. Oben anhalten und fühlt das neutrale Becken. Einmal die Beine strecken und wieder beugen. Einmal das eine Bein ausatmen, einatmen. Einmal das andere Bein. Beine strecken und beugen. Und achtet nochmal bewusst auf eure Arme. Die Arme sind ganz lang
Und wir haben so wirklich Zug auf dem Handtuch. Auch wenn die Beine sich strecken nach oben zur Decke, vielleicht den Zug noch mal so ein bisschen verstärken und fühlt die Arbeit im Rücken. Letzte Runde. Okay. Einmal die Knie zum Körper ziehen, auseinanderfallen lassen, ein bisschen schaukeln. Ganz entspannt. Schütteln die Füße ab. Machen eine kleine Variation. Schräge Bauchmuskeln. Die Schultern sind tief. Wir strecken die Arme nach vorne, knapp über den Oberschenkeln. Und wem das nicht bequem ist mit dem Handtuch, der nimmt die Hände wie immer hinter den Kopf. Achtung, gut zentrieren. Beim nächsten Ausatmen den Oberkörper anheben. Müssen richtig Spannung im Bauch spüren. Und dann geht's los. Es geht nach rechts und zur Mitte. Und nach links und zur Mitte. Und wir haben die ganze Zeit Spannung im Bauch, auch dass es schön macht. Ausatmen und einatmen. Ausatmen und einatmen. Und wir merken, nee, das ist nichts für meinen Nacken, für meinen Rücken. Der macht die ganz normale kleine Bauchmuskelübung. Hände am Kopf. Und dann geht es nach rechts und links. Jede Seite noch einmal. Und dann ablegen, das Handtuch zur Seite legen. Einen Moment entspannen. So, wir kommen nochmal zu der Übung von gerade zurück. Diese Arm- und Beinbewegung. Und wir versuchen jetzt beide Beine zu bewegen. Achtung, gut zentrieren. Beide Beine in Tischposition, wenn es geht. Knie und Füße zusammen. Füße auf jeden Fall, Knie muss nicht sein. Arme gehen nach oben. Und wer kann, hebt Kopf und Schultern ein bisschen hoch. Dann ist es theoretisch leichter für den Körper. So, und jetzt bewegen sich beide Arme und beide Beine. Schräg nach oben und ablassen. Und wieder zurück. Und die Arme jetzt weit nach vorne nehmen. Ausatmen, öffnen, einatmen, wieder zurück. Leichteste Variante. Beine strecken und Arme dazu bewegen. Wer kann? Streckt nicht nur die Beine, sondern schiebt sie nach vorne, mehr oder weniger. Guckt, was für euch heute so geht. Und wie immer, Maß aller Dinge, die Körpermitte. Mag, das auch mal mit einer anderen Fußposition probieren. Flex mal die Füße. Dann ist die Dehnung noch eine andere. Und wie immer, kann man machen. Muss man aber nicht. Und halt, Knie zum Körper ziehen, einmal kurz ein bisschen schaukeln, Spannung rausfließen lassen. Dann
klemmen unsere Füße wieder auf. Machen die Beine ganz lang. Legen die Arme neben den Körper. Und bauen mal in dieser Position ein bisschen Ganzkörperspannung auf. Bewegt erstmal die Füße. Mit Strecken und Beugen. Sortiert euch. Beine sind lang, Füße sind lang und locker. Hände fließen Richtung Füße, dass die Schultern schön weit weg sind von den Ohren. Und jetzt stellt euch euren goldenen Faden vor. Macht ihn ganz lang. Von den Zehenspitzen bis zum Hinterkopf. Zentriert euch gut. Beim nächsten Ausatmen, das vorbeikommt, lassen wir das rechte Bein länger werden und leicht und heben es hoch. Und einatmend wieder ab. Und das linke Bein wird länger und schwebt nach oben. Und immer wieder darauf achten. Gerade wenn man Probleme mit dem Rücken hat, wenn ihr merkt, das ist zu schwer, ändern. Füße aufstellen, ganz sanft das eine Bein heben und das andere. Immer wieder daran denken, wir sind ganz stabil. Es darf anstrengend sein, es darf nicht wehtun. So, wir hatten vorhin das Abrollen. Jetzt nehmen wir das Aufrollen. Einmal das Bein. Beine liegen lassen, Spannung bewahren. Einatmend, beide Arme gehen nach oben und ein bisschen nach hinten, mehr oder weniger. Und jetzt beim Ausatmen. Gehen die Arme nach oben, wir heben den Kopf und rollen auf. Und wer merkt, mit langen Beinen geht das nicht, der stellt bitte die Füße auf. Und wenn das mit den Füßen aufgestellt immer noch nicht reicht, der nimmt bitte die Hände zu Hilfe und hält sich an den Oberschenkeln ein bisschen fest. Immer dran denken. Die Bewegung ist eine fließende. Meiste Kraft kommt aus dem Bauch und wir wollen ruckelfrei arbeiten. So, wir haben ja jetzt schöne, lange, leichte Beine. Mal gucken, ob die immer noch leicht werden. Schieb mal ein Bein nach vorne und lasst es leicht werden. Und wer merkt, ja, das Schieben geht wunderbar, aber das Bein ist in keinster Weise leicht, dann bleibt dieses Bein bitte liegen und schwebt nicht nach oben. Alternativ immer wieder die Variante mit aufgestellten Füßen. Auch da kann ich ein Bein leicht werden lassen. Leichter für den Rücken. Schaut ganz achtsam, was geht. Ja, wer die Füße aufgestellt hat, der kann ein Bein sogar als Gegengewicht benutzen. Beziehungsweise besser als Gegengewicht benutzen. Er kann es nach vorne schieben. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, immer wieder so arbeiten, wie es für euren Körper machbar ist. Und immer wieder daran denken, wenn die Übung zu lange dauert, gönnt euch eine Pause. So, jetzt sind wir hier wunderbar angekommen. Ein letztes Mal. So, und dann gönnen wir uns erstmal eine Pause. So, und jetzt ganz wichtig. Wir probieren jetzt die eigentliche Übung. Und wer merkt, diese Beine werden nicht leicht, nichts erzwingen. Ganz wichtig. Nur arbeiten, wenn der Körper das mag, beziehungsweise wenn er es schafft. Ja, das ist eine schwere Übung. Wir versuchen jetzt, beide Beine leicht werden zu lassen. Wenn es nicht geht, einfach die einbeinige Variante. Egal, ob die Beine aufgestellt sind oder lang. Neu zentrieren, einatmen, die Arme nach hinten bewegen, die Schultern tief ziehen.
Und jetzt die Beine ganz lang machen, volle Kraft auf den ganzen Körper. Die Arme gehen nach oben. Wir heben den Oberkörper. Wir lassen die Beine noch länger werden und sie schweben vielleicht nach oben. Und wenn sie nicht schweben, ist nicht schlimm. Oben auf jeden Fall beim ersten Mal die Beine beugen, ablegen, zurück zur Ausgangsposition. So runterlassen der Beine ist noch schwerer als das Hochheben. Ausatmen nach oben. Und fühlt dieses schöne V, Oberschenkel, Oberkörper. Schöne lange Arme. Und dann lasst wieder runter. Der Rücken ist beweglich, ganz achtsam. Und bemerkt, ich schaffe das einmal, ich schaffe das zweimal, aber dann ist die Kraft zu Ende. Dann gönne ich mir eine Pause. Das ist überhaupt kein Problem. Ganz bewusst Körpermitte spüren. Ganz lange Hebel. Ganz achtsam sein. Ich mache mal die Alternative. Füße aufstellen, wir heben den Oberkörper, wir rollen auf, lassen die Beine leicht werden. Und wenn ich denn lange Beine haben will, dann mache ich die Beine lang und helfe mit den Armen. Ist alles überhaupt kein Thema. Wichtig ist, dass ihr merkt, ihr habt die Kontrolle. Und auch hier kann man die Beine nacheinander ganz wunderbar runterlassen. Ja, schaut, was für euch persönlich geht. Ja, ist ganz unterschiedlich. Es geht darum, dass ihr diese Übung wirklich beherrscht. Noch nochmal, schwerere. Wer schon in der Pause ist, bleibt in der Pause. Die Arme neben den Körper legen, die Beine etwas weiter auseinander, Fußspitzen nach außen fallen lassen. Und mal den Kopf bewegen, nach rechts und links. Und dann halten wir in der Mitte an. Stell die Füße auf. Der Rücken bleibt in Bewegung, aber mal in die andere Richtung. Wir legen die Arme rechts und links neben den Körper. Geben ein bisschen Druck auf die Füße. Knie zeigen zur Decke. Kleines bisschen zentrieren. Und dann machen wir die Brücke. Ausatmen nach oben. Einatmend wieder ab. Fühlt das Strecken in der Hüfte, fühlt, wie die Rippchen sich annähern. Einatmend, Rippen weiten sich, alles schön in Bewegung. Ganz wunderbare Bewegung, eine schöne Brückenposition. So, wir nehmen jetzt gleich eine Armbewegung dazu. Und ihr könnt euch das aussuchen. Entweder arbeiten die Arme gleichmäßig bzw. symmetrisch oder gegeneinander. Symmetrisch sieht folgendermaßen aus. Ausatmend nach oben und nach hinten. Einatmend wieder zurück. Wer seinen Rücken noch ein bisschen ärgern möchte, der macht Folgendes. Der nimmt beim nächsten Ausatmen nur einen Arm mit nach hinten und dann arbeiten die Arme gegeneinander. Einatmen, wieder zurück, die Arme wechseln und spürt die zusätzliche Arbeit im Rücken. Es ist wackeliger. Und dann merkt, keine gute Idee. Der wechselt wieder, nimmt den einen Arm wieder zurück und macht es wieder gleichmäßig. Fühlt in eure Wirbelsäule hinein. Ja,
ganz lange Perlenkette, damit sich die einzelnen Wirbel gut bewegen können. Letzter Versuch. Die Beine in die Luft nehmen. Nacheinander die Hände an die Oberschenkel. Unterstützt nach oben rollen. Und wir legen uns zum Schluss nochmal kurz auf den Bauch. Wir nehmen unser Handtuch nochmal mit. Handtuch nicht vor dem Körper. Wir machen den Pfeil. Die Arme gehen rechts und links an die Oberschenkel. Beine lang. Neu zentrieren. Hände Richtung Füße schieben. Ausatmend in den Pfeil gehen. Einatmend wieder ein bisschen absenken. Die Beine sind die ganze Zeit lang und kraftvoll. Ob sie auf dem Boden liegen oder ein bisschen schweben, ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass sie kraftvoll sind, dass der Bauch schön nach innen zieht, Schultern weit weg von den Ohren. So, dann nehmen wir noch eine Armbewegung dazu. Oben anhalten. Wir nehmen die Arme nach vorne. Und wer merkt, ich kann die nicht so weit nach vorne nehmen, der nimmt die Arme gebeugt. Wichtig ist, dass ihr an euer Handtuch kommt. Und dann einmal das Handtuch anheben, wieder ablegen, dann gehen die Arme wieder zurück. Und wir senken ab. Also ausatmend nach oben. Einatmen, Arme nach vorne, Handtuch ergreifen, ein bisschen hochheben, wieder absenken. Arme gehen wieder zurück zu den Oberschenkeln und wir senken ab. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen, einatmen, ausatmen, einatmend absenken. Und das ist bewusst ganz langsam, damit ihr auch schöne Haltearbeit leistet. Und egal, ob ihr eure Arme hier habt oder ganz weit vorne, es geht darum, dass ihr spürt, wie viel Arbeit ihr im Rücken habt, um das zu halten. Und auch die Armbewegung, die kann ganz, ganz klein sein. Hauptsache, ihr spürt sie im Rücken. Ausatmen, einatmen, ausatmen, einatmen. Und wer merkt, ich kriege meine Arme nach vorne, ich kann mein Handtuch aber nur 2 mm hochheben. Auch das ist in Ordnung. Und immer wieder, auch wenn die Bewegung eine ganz kleine ist, ist eine ganz sanfte Bewegung, kontrolliert. Letztes Mal. In Schulterhöhe auf die Matte, nach oben drücken, das Gesäß Richtung Füße bringen, eine bequeme Lage finden, entspannen. Wir kommen in den Vierfüßlerstand, verteilen unser Gewicht auf beide Hände. Knie und räkeln uns wie eine Katze. Rund und lang im Wechsel. In der Mitte anhalten. Wir nehmen die linke Hand vom Boden, fädeln zwischen rechten Arm und rechtem Knie ein und schieben den Arm nach vorne. Handfläche zeigt nach oben und lassen die Schulter sinken. Der Marker noch mal kurz ablegen.
Einmal Drehung und Dehnung spüren. Dann wieder ein bisschen Druck mit der rechten Hand. Und wir kommen wieder zurück. Und nehmen die andere Seite. Linke Hand, rechte Hand zwischen linker Hand und linkem Knie durchfädeln. Handfläche zeigt nach oben, Schultern sinken lassen. Und ablegen, wer kann. Einen Moment halten. Wenn das unbequem ist, direkt wieder zurück. Ansonsten ein bisschen Druck mit dem linken Arm. Und dann holen wir uns wieder zurück und schieben noch einmal den Po nach hinten und die Arme weit nach vorne, Schultern hängen lassen, Kopf entspannen, eine bequeme Lage finden und nochmal den Atem fließen lassen. Fühlen, wie sich beim Einatmen der Brustkorb weitet und beim Ausatmen wieder ganz weich wird. Und dann die Hände nah zu den Knien geben. Achtung, noch eine Dehnung. Hände und Füße bleiben auf dem Boden. Füße aufstellen. Und einmal nur den Popo nach oben strecken. Das Gewicht nach hinten verlagern Richtung Füße. Die Fersen Richtung Boden arbeiten lassen. Fühlen aber die Dehnung an der Rückseite der Beine. Kopf ist ganz locker, Schultern entspannt. Atmen. Und dann das Gewicht wieder ein kleines bisschen nach vorne schieben. Mittig, Knie ein bisschen mehr beugen. Hände wandern zurück zu den Füßen. Und dann langsam aufrollen. Ja, die Schulter bewegen, wer oben angekommen ist. Gemacht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.